Jemand sagte einmal zu einer Person, die sich mit einer sehr schmerzhaften Niederlage in ihrem Leben so abgefunden hatte: Wenn heulen hilft, dann heul. Wenn heulen hilft, dann heul. Sehr unfreundlich klingt das, nicht wahr? Aber eigentlich ist das eine gute Antwort. Und sie ist eine Antwort, die uns eine Wahrheit zeigt, die uns auch die Bibel sagt. Oft ist es nämlich so, dass unser Heulen, unser Jammern, unser Klagen, unser Beschweren nicht das Geringste bringt. All unser Heulen verändert an der eigentlichen Situation ja gar nichts. Nichts wird dadurch verändert. Im Gegenteil, häufig ziehen wir nur uns und andere noch runter. Wir erklären diese Bedrängnis über uns. Weißt du, oft ist so ein Heulen ein blankes Bezweifeln der Verheißung und der Zusagen Gottes. Es ist ein Aussprechen von Niederlage über dem eigenen Leben. Es ist das, was der Feind uns vorspricht, das auszusprechen über uns. Und das ist nicht wirklich gut. Heulen bringt uns in der Regel gar nichts. Doch wenn Heulen nicht hilft, was hilft uns dann? Nun, es hilft uns natürlich zu beten. Es hilft uns, uns in Gott zu stärken. Es hilft uns, auf Jesus zu blicken, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es hilft uns, loszugehen und das, was uns dort an Niederlage beschert worden ist, irgendwie wieder gut zu machen mit der Hilfe des Herrn. Es hilft uns, wenn wir den Herrn über dieser ach so aussichtslosen Situation, in der wir stecken, verherrlichen, seinen Namen groß machen, ihn loben und preisen. In der Bibel gibt es neben verschiedenen anderen ein wunderbares Beispiel auch dafür. Und zwar war das David in der Stadt Ziklag. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Da war Folgendes. David war mit seiner Truppe unterwegs und sie hatten die Stadt, wo ihre Kinder und ihre Frauen ihr Besitz war, hatten sie zurückgelassen. Und als sie wieder kamen, merkten sie, der Feind war gekommen, hatte die gesamte Stadt platt gemacht, hatte alles, was da irgendwie war, geraubt und war weggezogen. Und die erste Reaktion ist völlig nachvollziehbar. Da heißt es, David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie heulten bis zum geht nicht mehr. Sie heulten, bis es nicht mehr weiterging. Sie weinten, bis nichts mehr da war. Das Interessante ist, all dieses Weinen hat an der Situation nicht das Geringste geändert. Die Stadt war immer noch genauso verbrannt und die Leute waren immer noch genauso weggeführt. Sie waren da und sie heulten. Und irgendwann hat David gesagt, gerade reicht's. Und er hat einen Schritt gemacht, der zur Lösung des Problems führte. Da heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich. Er schaute auf Gott. Er schaute von dem Problem weg. Er schaute von dem Geheul weg. Er schaute von der Verzweiflung weg. Er hat gesagt, Moment mal, ich schaue auf Gott. Bei ihm ist die Lösung. Und in der Tat, er schaute auf Gott. Er bekam eine Offenbarung, wie es weitergehen sollte. Und er ist in den Kampf gezogen, hinter dem Feind, der alles geraubt hat, hinterher. Er hat sich aufgemacht, er ist nicht da hocken geblieben und hat geheult, sondern er ist aufgestanden und losgegangen. Und, du kannst die Geschichte gerne mal nachlesen, es geschehen dann verschiedene erstaunliche Dinge und letztlich führt es dazu, dass der Herr aus dieser Katastrophe, diesem Fiasko, einen großartigen Sieg macht. Da heißt es, und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts. Vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten.
alles brachte David zurück. In dem Sinne meine ich, heulen hilft dir nicht. Aber es hilft dir, wenn du dich im Herrn stärkst, wenn du auf ihn blickst, wenn du sagst, Herr, wie kann diese Not, diese Bedrängnis in meinem Leben besiegt werden, wenn du aufstehst und losgehst und nicht in dem Heulen, in dem Klagen, in dem Murren hängen bleibst. Ich glaube, wenn du auf den Herrn blickst und dich in ihm stärkst, in seinen Verheißungen und losgeht, dass du vieles, 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 was der Feind dir geraubt hat in deinem Leben, wieder erstattet bekommen kannst. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.